Hallöchen, die Damen und Herren. Ah, kommen wir schon rum hier. Im Kinomodus kann man auch umschalten. Man reitet am besten nicht vor den nächsten Baum, denn wir haben ja schon noch einen weiten Weg. Deswegen gehe ich jetzt hier auch mal raus. Wir wollen ja wieder nach Rhodes. Hat sich aber gelohnt, den Puma zu erledigen. Da haben wir noch... Oh, oh. Da brauchen wir Hilfe wieder. Wir kommen genau im rechten Moment, Freunde. Ich komme. Und danke geht raus an den Paddy. Er schreibt kleine Unterstützung. Liebe dein Red Dad. Dankeschön, Paddy. Schön, dass du live dabei bist. So, sollen wir dem helfen? Ja. Help me now. Or I'm done for. Im Bärenfall ist schon scheiße. Au. Ah, komm mal. Ah. Halt durch, Junge. Jetzt drauf, Junge. Oh, wir werden immer besser. Praise Jesus. Grab some for the blood. Thank you. Oh, I was done for you. Saved me. Thank you. Take something from my back for the trouble, though. I'm gonna take a minute now. Here, drink this for the pain. Ja, Whisky. Oh, verdammt, so eine Bärenfalle. Guckt euch mal sein Bein an. My leg feels like it's on fire. Boah. Alter, das sieht echt nicht gut aus hier mit der Bärenfalle, du. Ach du heilige Scheiße, der arme Kerl, ey. Naja, guck mal, da ist die Falle und da liegt auch eine ganz schöne Blutlache. Also, ich glaube, der hat schon bessere Zeiten gesehen. Jo. And the thing, I almost didn't bring the trap. Kann mir angeblich alles aus seiner Tasche nehmen. Gewehrmunition. Express. Ah, die nehmen wir uns. 5 Schuss. Pistolenmunition. I'd be dead now, if not for you. Komm, den Rest lassen wir eben drinnen, ey. Der muss ja auch noch irgendwie verteidigen können. Wir können ihm jetzt nicht hier alles wegnehmen. Warte, sollen wir den... Wie will der denn jetzt hier wegkommen? Will er seine Freundin im Handy anrufen oder was? I'll be thankful every day that you heard me hollering. Ah, geht scheinbar wieder. Hope you don't plan on any more hunting soon. No. I don't think I'll be hunting much for a good long while. Ja, kommt selber weg. Okay, das hat sich ja gelohnt. Wir würden uns irgendwo in irgendeiner Ortschaft bestimmt noch sehr dankbar sein. Insofern war das eine gute Tat, Freunde. Ja, ich glaube, der hat sich das Bein abgeschnürt. Ein Verband hat er nicht wirklich gehabt. Ich glaube, damit die Blutung nicht weiter durchgeht. Deswegen hat er das dann oben hingeschnürt, weil hier die Frage aufkam, wo hat er sich denn den Verband hingewickelt. Oder es war tatsächlich einfach irgendwie ein Fail vom Spiel. Kann beides sein. So. So, wir peitschen zurück. Auf zur nächsten Mission nach Rhodes. Die schöne neue Ortschaft, die wir da auch kennenlernen durften. Okay, kommen wir irgendwie vorbei. Die Bahn ist verdammt lang. Aber wenn die komplett im Stillstand ist, dann lohnt es sich eher wirklich kurz mal eben drumherum zu reiten. Guck mal hier. Wir hatten ja auch mal eben den Zug hier. Ganz kurz. Okay, ciao. Ich will jetzt keinen Stress haben hier. Come on, girl. Idiot. Schade, ich dachte, er sieht mich nicht. In Assassin's Creed wäre ich dem nicht aufgefallen.
Ja, Zugüberfall machen wir schon noch früh genug. Wir sollen erstmal jetzt mal ein bisschen undercover bleiben für die Mission und so. Und dann irgendwann, wenn wir die Story durch haben, dann machen wir die ganzen freaky Actions. Dann machen wir das auf jeden Fall. Das wird noch richtig lustig, glaube ich. Wir können mit dem Zug auch fahren, ja, ganz normal, ne? Theoretisch? Ja, kein Problem. Dann können wir mit dem Zug auch rumdüsen. Ist so eine Art Schnellreise eigentlich dann. Guck mal, das sieht ja auch schön aus. Vielleicht, dass man hier der Zug da drüber fährt und so. Ich finde das so cool, denn im Spiel werde ich auch noch in ganz vielen Folgen werde ich da noch genießen und sagen, boah, guck mal da. Oh, wir töten nur das Nötigste an Tieren hier immer. Der Wahnsinnssprung aus dem Zug, geile Idee. Das wäre echt eine geile Idee. Der See, der kommt euch vielleicht schon bekannt vor. Mal einen kleinen Blick drauf werfen hier. Guck mal, nämlich ein riesiger See, ne? Wahnsinn, guckt euch das mal an. Guck mal, hier ist auch noch eine neue. Oh, da ist noch eine fremde Person. Wollen wir mal vorbeischauen, komm. Aha. Nehmen wir das jetzt mal hier lang. Bisschen über Stock und Stein. Ich komme hier hoch. Meistens ist es ein Umweg, nicht die direkte Markierung zu nehmen. Aber nicht immer. So wie in diesem Fall, da war es ganz gut. Wer kann das denn jetzt sein? Lieben Gruß aus Lübeck, schreibt Cranky. Lieben Grüße zurück nach Lübeck. Wo auch immer ihr gerade zuschaut. Das finde ich auch mal so verrückt, wo viele Leute zuschauen. Ja, aus völlig anderen Ländern. Ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Wer die meisten Zuschauer sind. Oh, dachte. Do you smoke, sir? Sure, but perhaps not as much as you. Oh, no, don't worry about these. Actually, take some. Take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No. Nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. The cigarette cards. Oh, you got any? Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on, come on. A little picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. It sounds, thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh, and the amount of money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here, circus freaks. Yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah. But you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. And you'd pay me. A fair price. Now, you send them to me right here. Phineas T. Ramsbottom, at your service. Okay, I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Ja, wenn wir irgendwas finden, warum nicht, ne? Verkaufen wir es an den. Ein richtiger Sammler, Zigarettenbilder. Und der raucht 200 Zigaretten am Tag, das ist natürlich schon ordentlich. Kann er nicht lange Zigarettenbilder sammeln. So, aber lustige Nebenbeschäftigung. Da wissen wir auch mal, was mit den Zigarettenbildern auf sich hat. Die können wir nicht nur sammeln, sondern können wir auch eine Nebenmission mit erfüllen, wenn wir die finden. Teilt er uns da ordentlich eine Stange Geld. Dann wollen wir nochmal weitermachen. Wollen wir kurz einen Blick auf die Karte werfen, ihr kennt das Spiel. Und hier rüber zu unserem alten Freund, Dutch Vanderland, was auch wieder eine kleine Reise sein wird. Zack.
Aber das macht dir auch richtig Laune in dem Game, einfach mal durchzupesen. Oh. Oh, was hab ich denn? Hab ich da wieder. Was war das? Weiß nicht, was es war. Komisch. Guck mal, da ist jetzt wirklich was. Er ist gerade noch so entkommen. Ja, deswegen muss ich direkt automatisch an Tauben denken, die in so einer Innenstadt immer rumrennen. Und wie oft ich dafür Tauben bremse. Ich habe zum Glück noch keine erwischt. Und meistens fliegen die auch richtig clever weg, ne? Aber manchmal denke ich, jetzt mach doch mal. Und dann fliegt die nicht. Dann stehst du da mit dem Auto und dann... Oh. Alter. Na, lass mal lieber die Finger von. Na, das ist ein Kopfgeldjäger. Den lassen wir mal lieber ihren Job machen, oder? Ich will mich da jetzt nicht einmischen. Man hat ein Herz für Tauben. Ja. Sind Tauben gar nicht. Man sagt jetzt, es sind die Ratten der Lüfte und es ist auch ein Friedensvogel. Irgendwie die weiße Taube, so, ne? Kaum ein Vogel ist widersprüchlicher als die Taube. Manche Leute finden die ganz schrecklich. Ich meine, es hängt natürlich davon ab, wie oft die deinen Balkon jetzt tatsächlich zuscheißen und wie du Tauben magst, wahrscheinlich. Wenn man es mal so ausdrücken will. Ah, Tauben sind schon. Guck mal hier, hey, wir kennen uns doch. Hm? Warte mal was. Weil wilde Tauben gesehen? Ich glaube noch nicht, tatsächlich. Also ich habe Tauben ja schon in allen Städten, wo ich war, gesehen. Und das sind ja reichlich gewesen. Da waren auch diverse unterschiedliche Tauben, die auch echt ein bisschen unterschiedlich aussahen. Aber wilde Tauben habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht gesehen, Gloria. Weil ich finde das ja auch so verblüffend mit den Brieftauben, dass sie ja getriggert werden und so. Die sind ja keine blöden Vögel auch. Und wer was ja auch super... Jetzt nicht. Gib mir ja mal... Oh fuck, das sind viel mehr, als ich dachte. Ich wollte Dead Eye machen, aber ich hatte gar nichts. Gar nichts Gutes am Start hier. So. Jetzt kann ich mir denn hier reinfahren, schnell. Ging's ja nicht, lass mich mal lieber sein. Aua, aua! Okay, Moment mal kurz. Was haben wir denn hier noch Schönes? Das ist die Standardwaffe, echt. Boah, verdammte Scheiße, Alter. Das war ein richtig knapper Fall. Verdammter Minibaum, der gibt mir doch keine Deckung. Puh. Junge, 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 die haben mich erwischt. Ist jetzt aber auch nicht gelohnt. Jetzt sammle ich jetzt mal den Pilz hier auf. Pfifferlegen, ach, die mag ich. Na, dann kommen wir weiter hier. Weißt du, kleiner Überfall auf Pfifferlegen? Mmh. Richtig leckere Pilze, oder? Ich muss mein Toni überziehen. Das waren die Banditen, die haben mich überfallen, die Schweine. Die wollten mich hier gerade alle umbringen, obwohl ich denen gar nichts getan habe. Eigentlich war ich voll der nette Kerl. Ne? Ich will es nur mal in den Raum werfen. Aber vielleicht hast du recht, bevor die anderen mich da wieder sehen, ne? Und mir dann sagen, ey, du warst bestimmt schuld. Ja. Machen wir. Sicher, sicher. Auch wenn wir eigentlich voll der Nette sind, ja? Unverschämtheit, wie oft wir da immer angegriffen werden und so. So, und jetzt muss ich mal kurz was machen. Rossi, komm mal her. Ja, genau hier. Jo. Hier bin ich. Hier bin ich. So. Jetzt müssen wir hier mal durchblättern auf jeden Fall, weil der... Die beiden hier, das macht ja keinen Sinn. Die Volcanic, die ist auf jeden Fall besser.
Oh, ich glaube, wir können weiter reiten, oder? Und gönnen wir uns jetzt mal einen Pfifferling. Komm, mal gucken, was da passiert. Pfifferlinge sind ja keine giftigen Pilze oder so. Sind ja gute Pilze, das wissen wir alle. Ich mag Pfifferlinge gerne. Ich mag Pilze überhaupt gerne. Es gibt ja auch viele Leute, die mögen keine Pilze, weil die denen zu glibberig sind oder so. Haben die da wen umgebracht? Oder habe ich den auch noch in dem Fight umgebracht mit irgendwie... Weiß ich nicht. Verdammter Überfall. Ja, dass der kleine Baum beschützt. Der Minibaum. Ein paar Kugeln sind aber auch durchgedrungen. Müssen wir wohl irgendwie striffen. Haben wir nochmal echt Glück gehabt. Wir hatten alle scheiß Waffen. Na, die Kettlemans, die haben echt nicht so viel Durchschlagskraft, sag ich mal. Sind die nicht so geile Pistülchen. Oh, was ist denn da los? Guck mal, Strafarbeit. Boah. Alter, ist eskaliert. Ich nehme jetzt die Waffe aus der Hand. I can't believe that worked. You got a plan, right? Sure. Yeah, I got it all lined out. Yeah, well, we don't got time to celebrate. Come on. So, what's your plan anyway? Na gut, lassen wir sie laufen. So what's the plan? Nicht gefangen zu werden, ja, das ist ein guter Plan. Ich loote mal die Leichen nicht, bevor da noch wer vorbeikommt und mit so einer Maske machen, wäre es natürlich auch ein bisschen verdächtig. Oh, der Philipp ist einer der Menschen, die Pfifferlinge hassen und die Pilze hassen und Pfifferlinge sind eine Ausnahme. Das ist interessant. Die meisten sagen ja, das liegt ihnen daran, dass es zu glibberig ist, dass sie Pilze nicht so gerne Pilze essen. Ich weiß, schmecken, da tun Pfifferlinge ja sehr intensiv noch im Feld. Das finde ich. So ein Champignon, der schmeckt ja gar nicht so krass, oder? Okay. War eine lange Reise. Heieiei. So, hier sollen wir ein bisschen Geld eintreiben noch. Will ich auch noch machen. Komm. Hier? Macht der Grabsteine. Grabsteine meine ich hier. Särge. Guck mal, hier geht eine Leiter hoch. Ja, wäre gut zu wissen. Was? Wie gesagt, hier. Da ist irgendwas drin. Aber wo? Mister, please, you gotta get me out of here. Da ist angeblich jemand unten, oder? Just stand there, please. No one else will help me. Ach du Scheiße, ey. Okay, kümmern wir uns erstmal um das Problem. No, please don't go. Ja, sorry. Dad don't care if it's pretty, right? Das ist jemand im Keller. Da ist jemand im Keller eingesperrt worden. Und jetzt gehen wir beim Saatmacher erstmal die Schulden eintreiben. You wanna fit? Gwen Hughes? Start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But, come with me to the churchyard. And stay close. Hmm? All right. Oh, this ain't right. I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but, this, it ain't exactly right, what we're doing. Nee, da bin ich... You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Mm-hmm.
Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Oh Mann, jetzt kommt, jetzt bin ich gespannt. Okay, you head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Alter, schon wieder so ein Grabräuber. Gab's ja auch bei Red Dead 1. Oh, damn it! There's a bunch of people here. Ah, schlecht. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss. Don't be shy. Ain't no one around. Just my auntie. Your auntie's long past prudishness. It's disrespectful. You'd rather disrespect the living breathing. You two might want to find somewhere a little more private. We was fine until you got here, mister. Good day now. Ihr solltet gehen. Ihr solltet besser gehen. Get out of here, kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. Okay, das ist gut gelaufen. Das ist so geil, hier die Nebenmission auch. It's all clear. All right. Now go watch the gate. I'll get to this, exhumation. Jetzt aber verhindern, dass die Leute den Friedhof betreten. Und sie wird hoffentlich abhauen jetzt mal, ne? Ciao, ciao. Machen Sie es gut. Wünsche Ihnen noch einen super schönen Abend. Keine Sorge, es wird hier alles klar Schiff gemacht. Das sieht aus wie neu nachher. Beim Eingrab. Oh, da kommt doch jemand. Leider ist der Friedhof geschlossen, junge Dame. Hello there, sir. Sorry. Church grounds are closed. Okay. It's, good of you to be doing it out of hours, I guess. I'll come back in the morning. Dankeschön für Ihr Verständnis. Sehr freundlich. Oder mal, wie alt der Typ schon ist im Buddeln. Obwohl, vielleicht sollte man es hier nicht zu weit entfernen, ne? Da kommen nämlich schon die Nächsten. Das sind zwei Typen, die wollen bestimmt auf die Fresse, oder? Oh, das könnte Schlägerei gehen. Hey, look, we're closed for some, excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella, oof. Damn choir boy. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you back to... I'm gonna beat you. Oh. You gonna get... Der eine ist was härter, oder? Du hast mir den Hut vom Kopf geschlagen, du Arschloch. Okay, das gibt Ärger. Hope this hole's dug. Oh, netter Hut. Gefällt mir. Oh, der ist doch mehr besser. Jetzt würde ich die gerne wegschleifen, ne? Wie wäre das? So kann man dann auch einfach hier nochmal... So. Will die gerne tragen. Warum kann ich die jetzt nicht hier nehmen? Die Dinge. Will die unbedingt wegpacken. Damit da niemand sieht. Egal. Egal, nicht nehmen. Manchmal kann man die ja aufheben, die Typen noch. Irgendwie
Jetzt geht's, oder? Ne, nur die Kopfbedeckung austauschen. Ich will ihn hier aufheben. Ich drücke ihn rein. Oh, jetzt ist er voller Matsch. Das tut mir aber leid. Ich meine, die schlafen ja eh nur, ne? Aber trotzdem würde ich die gerne ins Gebüsch drücken. So. Ach, guck mal. Scheint aber auch wieder alles gut zu sein. Guck mal, hier vorbei. Ah, ist ja schnell. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What'd you find? But she had a brooch here. Looks like diamonds. Well, this'll do. Now get out of here before someone sees you. Can't believe it's come to this. All right, well, I'm out of here. That's more than... then clear what I owe you. Cooles Licht, ne? Sieht voll gefährlich aus, voll traurig so. Oh, Entschuldigung, ich will mal ein Foto von dir schießen hier gerade. Ein schönes. Der Grabräuber. Alter. Sieht böse aus. Okay, dann wollen wir uns jetzt mal dem einen Jungen da widmen, ne? Der war doch wieder eingesperrt worden. Gehen wir mit ihm zurück. Meint den Herrn Strauß mit unserem horror-deutschen Freund. Der Leichenfledderer. Ja, das war wirklich mies, ne? Also wie die Kohle beschafft hat, war schon ein bisschen... Ich meine, noch mal wen auszubuddeln und so. So ziemlich dreckig geworden, ne? What happened here? Oh, Lord. Geil, dass er darauf eingeht, ne? Nicht einfach nur vorbeigeht, sondern sagt so, oh Mann, was ist hier passiert? Deswegen konnten wir die wahrscheinlich nicht wegräumen. One of my hogs crushed half her piglets. Yeah, that's common. Und jetzt würde es mich interessieren, wer ist da im Keller eingesperrt worden? Das ist doch richtig krass. Da braucht jemand Hilfe. Just calm down, please! What are you doing? Come on, then! No! Get off of me! Oh! How's that? Stop it! We need to tell the truth now so we can end this! You get your hands off her! You brought your damn self to ruin! Fuck! I'm taking... Are you insane? Nein, bin ich nicht, aber du kriegst richtig auf die Nase. So, das war mein Hut. Der wollte doch die Frau gerade hier. Aber jetzt kann ich ihn aufheben, das will ich aber nicht. Den will ich ablegen hier. Potsch. Wollte ich meinen Hut aufheben, ey. In der Nacht merkt das keiner, wenn ich den plündere, ne? Außerdem war das ein Arschloch. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, was da in diesem Waffenladen ist, dass da im Keller wer eingesperrt ist. War da wer drin? Das macht mich jetzt echt neugierig. Reinkommen wir da gerade nicht. Muss doch wer, ich habe da niemanden gesehen, aber da hat jemand draus gesprochen. Wir warten mal kurz hier. Bis zum nächsten Morgen.